Es ist Zeit für die erste Dosis New European Championship Wrestling im neuen Jahr. Und heute erwartet euch richtig viel Tag-Team-Action. Georg Schorschig-Werch und Nathan Wolf treffen auf Shizu Rick Stalwart und Scott Iron. Tommy Blue Eyes und Dom Black bekommen es mit Team Turbulence zu tun. Und im Main Event kämpfen Max und Juvenile X um den Platz des Hauptherausforderers für die NEW World Heavyweight Championship. Und gleich im Opener erwartet euch ein Steel Cage Match um die World Internet Championship. Wir haben eine pickepackevolle Show. Wir legen los mit NEW Internet Wars. Herzlich willkommen, liebe Fans, zu Internet Wars. Internet Wars, das ist nicht der Krieg zwischen Donald Trump und Kim Jong-un, sondern das ist die Veranstaltung der NEW, wo ihr Fans die Wahl habt. Geht das schon wieder los? Ja, schönen guten Abend, liebe Fans. Herzlich willkommen zu NEW Internet Wars. Mein Name ist Tobias Kühnlein, der Typ mit den blöden Sprüchen. Wie immer Sir Andreas Wilsdorf. Herzlich willkommen im NEW Hotspot in Hessdorf. Herzlich willkommen zu NEW Internet Wars. You broke my bed. You are the one I recognize. Der jetzt folgende Kampf, ihr habt darüber abgestimmt, ist ein Steel Cage Match. Kurz zu den Regeln. In diesem Kampf kann nur derjenige gewinnen, der den Käfig entweder durch die Tür verlässt und mit beiden Beinen den Boden berührt oder über den oberen Käfigrand drüber klettert und dann außen runter klettert und auch mit beiden Beinen den Boden berührt. Also kein Pin, keine Disqualifikation oder sonst was, Tür oder oben drüber. Referee am Ring. Ist Referee. Und dieser Kampf ist der Kampf um die NEW World Internet Championship. Als erstes auf dem Weg zum Ring der Herausforderer. Deutschland ist 1,88 Meter groß und wiegt 100 Kilogramm. Hier ist Boris Bates. Tobias, Internet Wars ist das eine Mal im Jahr, wo die NEW demokratisch ist. Ja. Und den Fans die Entscheidung über Matches lässt. Genau. Und sie haben entschieden, dass das Match um die World Internet Championship mit dem Verräter Boris Payne im Stahlkäfig stattfinden wird. Genau, die Fans haben entschieden, das wird ein Steel Cage Match mit über 60%, glaube ich, war es sogar, also eine relativ eindeutige Kiste. Boris Payne tritt um die World Internet Championship an im Stahlkäfig gegen einen Mann, der schon viele Steel Cage Matches in der NEW bestritten hat. Und sein Gegner. Er stammt aus Deutschland, ist 1,75 Meter groß und wiegt 98 Kilogramm. Er wird begleitet von Juvenile X. Hier ist der NEW World Internet Champion. Hier ist TKO. Und du hast es angesprochen. Man könnte auch sagen, dieser Mann ist Mr. Steel Cage TKO. Und er hat einen großen Vorteil gegenüber Boris Payne. Er weiß nämlich, was wahre Freundschaft ist. Er weiß, was Zusammenhalt ist. Und kommt deswegen natürlich mit seinem Partner und World Tag Team Champion Juvenile X zum Ring. Ja, er hat diesen einen Vorteil. Der hat natürlich auch den Vorteil der Erfahrung, da er schon wahnsinnig viele Steel Cage Matches in der NEW hatte. Und liebe Fans, falls ihr euch jetzt wundert, vor allem die Fans bei Rocket Beans TV, seit wann sind denn Juvenile X und TKO Tag Team Champions? Das ist bei Only the Strongest passiert. Den Event habt ihr auf Rocket Beans TV leider nicht gesehen. Deswegen kurz für euch das Update. Juvenile X und TKO jetzt auch amtierende NEW World Tag Team Champions, nachdem sie Cyanide und Demolition Davis in einem
30-minütigen Ironman-Match um die Tag-Team-Titel knapp geschlagen haben. Knapp geschlagen, wirklich in der letzten Sekunde haben sie dieses Match für sich entschieden. Und man muss es sagen, die beiden reiten auf einer Welle des Erfolgs. Aber nochmal kurz für euch zu Hause, die Regeln eines Steel Cage Matches. Ich erkläre das auch kürzer, als Stefan Matern das gemacht hat. Er hat sich einen halben Ast abgelabert, während er das erklärt hat. Er wollte dich zum Schweigen bringen. Regeln sind ganz einfach. Ja? Man muss irgendwie den Käfig verlassen und mit beiden Beinen den Boden berühren. Egal, ob durch die Tür oder oben drüber. Ja, und wer das als erstes schafft, der ist Champion. Siehst du, Stefan Matern, es ging. Nicht mal 30 Sekunden. Fertig. Der steht da drüben, der schlägt dich gleich. Das Match ist offiziell gestartet, das Match um die World Internet Championship hier heute Abend bei Internet Wars in einem Steel Cage Match. TKO, der amtierende Champion, gegen den Herausforderer, gegen Boris Payne. Ja, der junge, aufstrebende Boris Payne, der jetzt mal eine Lektion erteilt bekommen muss. Da gibt's gleich die Ohrfeige von TKO. Da merkst du schon, TKO, der nimmt seinen Gegner hier nicht wirklich ernst. Das ist nicht nur ernst, nicht ernst nehmen, das ist ihm gleich mal zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Und schau dir das an, da schießt Boris Payne an der Wand, an der Ecke nach oben. Hätte da fast schon die Flucht aus dem Käfig geschafft mit Schützenhilfe von TKO, kann man sagen, weil der eben noch den passenden Schwung gegeben hat. Aber TKO holt Boris Payne da buchstäblich wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Und jetzt dieser Running Headbutt von Boris Payne gegen TKO und der Champion muss aufpassen. Ein unglaublich hohes Tempo, das dieses Steel Cage Match gleich vom Beginn an hat. TKO, der sich die World Internet Championship von Tommy Blue Eyes in einem wahnsinnigen Match geholt hat, Tobias. Ja. Und jetzt wird er hier von Boris Payne in die Käfigwände geschickt. In diese Kombination aus Stahlgerüst und Maschendraht. Und das ist für den Kopf nicht unbedingt förderlich. Du hattest kurz im Kopf Maschendrahtzaun. Nein, das hattest du im Kopf. Ich bin seriös. Solange kein Knallerbsenstrauch in der Nähe ist. Ja, wollen wir es hoffen. TKO am Boden, Boris Payne überlegt jetzt kurz, was er machen soll, entscheidet sich jetzt in der Ringecke hier, den Versuch zu starten, aus dem Käfig zu klettern. Und da siehst du von außen, Juvenile X, der hatte eigentlich gar nichts zu melden. Es ist No DQ, Tobias. Der Steel Cage ist dafür da, dass es kein Eingreifen von außen geben kann. Boris Payne ist auch selbst schuld. Er wollte Empire of Pain nicht mehr sein. Er wollte keine Freunde am Ring haben. Das ist halt die Konsequenz davon. Wenn du das sagst. Ja. Du musst dich ja mit sozialen Kontakten auskennen. Wie viele Facebook-Freunde hast du? 1.000. Das kann nicht sein. Wahrscheinlich 900 davon irgendwie gekauft, oder? Das ist ja egal. Boris Payne sitzt benommen hier in der Mitte des Rings. TKO mit den Schlägen, mit den Tritten in den Rücken. Und ja, durch dieses Eingreifen von Juvenile X, der da außerhalb die Käfigwand ja in Schwingung gebracht hat, möchte ich sagen. Und dadurch dafür gesorgt hat, dass Boris Payne da abgestürzt ist, ist TKO jetzt wieder der führende Mann in diesem Match, möchte ich sagen. Was? Ja, da wollte ein Fan mit TKO kommunizieren und das ist ein bisschen schief gegangen. Ja, kein Anschluss unter dieser Nummer. Der Mann hat jetzt auch da was Besseres zu tun. Aber ihr seht's, Fans, ihr könnt live in die Halle kommen. Auf www.new-wrestling.de gibt's Tickets. Da dürft ihr die Wrestler auch mal ansprechen. Problem ist halt, es interessiert sie nicht unbedingt. Ja, wenn ihr dabei sein wollt, holt euch die Tickets für den Doppel-Event am 2. und 3. Februar, NEW Cold Open. Wird sicherlich sehenswert, solltet ihr nicht verpassen. Und dann erlebt ihr die ganze Live-Atmosphäre, wie das ist, wenn man hier einmal direkt im NEW-Hotspot am Ring sitzt. Ja, die volle NEW-Dröhnung, Tobias. Der Satz kommt mir bekannt vor. TKO kämpft sich jetzt hier wieder gegen Boris Payne zurück. Der kontert hier den Whip-In. TKO ist in der Ringecke, fliegt da über Boris Payne hinweg. Der Schlag in den Nacken, was soll jetzt folgen? Boris Payne fängt TKO ab, Suplex in die Ringecke. Und das war eine hässliche Landung. Ja, fast so wie Boris Paynes Frisur. Hast du mal in den Spiegel geguckt? Jetzt legt sich Juvenile X hier mit den Fans und dem Ringrichter an, mit Referee, der da außen
ja eigentlich nur darauf achten muss, wer kommt als Erster aus dem Und du siehst, dass Juvenile X zeigt TKO nochmal den Titel. Er zeigt ihm nochmal die Motivation, die TKO hat. Fans im NEW Hotspot ganz klar auf der Seite von Boris Payne, der hier ausgekontert wird von TKO. Ja, das war der Ansatz zum Sliced Bread von TKO. Ja, ging leider daneben. Da hat Boris Payne nicht so richtig mitgezogen. Und jetzt TKO, Ansatz zum Springboard Cutter. Aber auch der wird geblockt von Boris Payne. Boris Payne mit dem Double Underhook Suplex. Und der Sitz, das könnte schon der Sieg sein. Aber es gibt keinen Pin in diesem Match. Er muss aus dem Käfig raus. Ja, da landet TKO wie von Engelsflügen getragen, mitten auf dem Gesicht. Würden dich Engel jemals so fallen lassen? Boris Payne nutzt die Gunst der Stunde. Er versucht jetzt hier in der Ringecke den Käfig zu erklimmen, die Käfigwand zu überwinden. Das ist natürlich in der Ecke ein bisschen leichter, als wenn er es an der flachen Wand versuchen würde. Und wieder greift Juvenile X von außen ein und bringt diese Konstruktion hier zum Schwingen, sodass Boris Payne Schwierigkeiten beim Klettern hat. Ich weiß nicht, ob das so einwandfrei in Ordnung ist. Referee versucht da dazwischen zu gehen, aber das bringt leider nicht viel. Boris Payne jetzt weit oben an der Kante des Käfigs, wird aber wieder runtergezogen von TKO. Beide jetzt auf dem Top Rope. Ganz gefährliche Position. Haben wir alles so ähnlich schon mal gesehen. Und das geht eigentlich nie gut aus. Chops und Ohrfeigen, beide schlagen sich hier gegenseitig. Jetzt TKO mit den Kicks und der Cutter vom obersten Seil. Das war's. Bist du wahnsinnig? Ja, der Wahnsinn hat Spätschicht, Tobias. Seit wann das denn? Schau dir diese Aktion an, da wackelt sogar die Kamera oben auf dem Balkon. Das ist ja unglaublich. Und jetzt lässt TKO hier die Tür öffnen. Juvenile X unterstützt da. Und das ist die Entscheidung. TKO muss jetzt nur noch aus dem Käfig rauskommen. Und da hält ihn aber Boris Payne fest. Juvenile X wirft ihm den Titel zu. Bicycle Kick von Boris Payne gegen TKO. Und jetzt blockiert Juvenile X die Tür. Das kann doch nicht legal sein. Ja, das ist eben die Freundschaft. Ja, anscheinend ist Juvenile X zu dumm, ein paar Handschellen zuzumachen. Das lässt tief blicken, was sein Liebesleben angeht. Aber da gibt's die Tür in den Schädel. Zu blöd, Tobias. Hast du diesen Einschlag gesehen? Die ganze Tür hat's verzogen. Ja, die Tür hat's verzogen, den Kopf von Boris Payne hat's verzogen. Meine Güte, was für ein Einschlag. Und es kann nicht sein, dass da niemand was dagegen unternimmt, dass Juvenile X hier nach Belieben in dieses Match eingreift. TKO stürmt heran gegen einen benommenen Boris Payne. Und das ist jetzt eine ganz gefährliche Situation. Da gibt es den Tiefschlag. Boris Payne ist komplett am Boden. Ja, das war ein Field Goal, würde man im Football sagen, Tobias. TKO schaut sich da nochmal um, schaut nach, ob sich Boris Payne auch wirklich nicht mehr bewegt. Klettert jetzt raus, ist schon fast oben über der Kante des Käfigs. Boris Payne jetzt wieder auf den Beinen. Der muss jetzt ganz schnell reagieren, aber dem fehlt die Luft. Und schau dir das an, TKO, der da fast schon provokativ wartet und sagt, komm doch. TKO jetzt über die Kante des Käfigs drüber. Boris Payne kann da eigentlich nicht mehr viel machen. TKO muss nur noch runtersteigen und in dieser Sekunde hat er gewonnen. Hier ist der Sieger und weiter NEW World Internet Champion TKO. Kurz, aber heftig. TKO hat es, er zeigt es, er hat Ringintelligenz bewiesen, er hat natürlich auch seinen guten Freund Juvenile X an seiner Seite, ja, und für Boris Payne, da heißt, er sollte vielleicht mal seine Lebensentscheidung überdenken, ob das so klug war, sich von Aziz Adamant und Mark Empire zu trennen. Ich lege mich fest und sage, TKO hätte dieses Match verloren, wenn Juvenile X nicht eingegriffen hätte. Und jetzt attackieren sie hier beide Boris Payne. Was soll denn das? Da muss doch jetzt irgendjemand mal eingreifen. Ja, das ist die Erfahrung der Veteranen. Die zeigen dem Jungen jetzt mal, du gehörst noch lange nicht auf dieselben Ebene, auf der wir sind. Und wer soll ihm denn helfen? Er hat ja keine Freunde mehr. Jetzt der Suplex von Juvenile X gegen Boris Payne. Aber dieses Match ist längst gelaufen.
Und ich verstehe hier auch die Aggression nicht. TKO hat doch gewonnen. Es geht nicht nur um den Sieg, es geht darum, Boris Payne klar zu machen, dass er seinen Platz kennt in der NEW. Damit bleibt alles beim Alten. Juvenile X und TKO gemeinsam NEW World Tag Team Champions und TKO hält die World Internet Champion. Wenn ihr übrigens sehen wollt, wie das gelaufen ist bei Only the Strongest, guckt auf unseren YouTube-Kanal, schaut euch den Video-Recap zu Only the Strongest an. Da seht ihr nochmal im Bewegtbild, wie das alles abgelaufen ist, wie Juvenile X und TKO die Titel gewonnen haben. Ja, die beiden gehen zurück und machen nochmal Kassensturz, Tobias, so wie in deinem Buch, was man auch auf Amazon erhält. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, aber danke dafür. Hier sehen wir nochmal diesen Schlag mit der Tür von Juvenile X und dann hier der Tritt erst gegen den Oberschenkel und dann, ja, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich ins Zentralmassiv ging, aber es hat auf jeden Fall verdammt wehgetan. Ich würde das nicht massiv nennen, was Boris Payne da hat. Du weißt alles, oder? Aber wir wollen es nicht kleinreden. Boris Payne hat sich in diesem Steel Cage Match sehr, sehr gut verkauft. War leider in der Unterzahl. Ja, Boris Payne oder wie ich ihn jetzt nenne, Häuptling Hinkebein. Dir ist klar, dass er das dann alles hört nachträglich, oder? Ich kann ja wegrennen, er kommt ja eh nicht hinterher. Da habe ich andere Dinge gehört. Hier im Wrestling-Business hat 2011 begonnen mit der Ausbildung hier bei The Right Stuff Pro Wrestling School. Wenn ihr die Leidenschaft zum Wrestling habt und das trainieren wollt, the right place is the right stuff. Überragende Trainer, überragendes Training, auch die Stimmung ist immer überragend. Es ist echt erstaunlich zu sehen, wie ich mich verändert habe. Jedes Training in der Right Stuff Pro Wrestling School schafft es mich an meine Grenzen zu bringen. Das Repertoire von Alex hat mir geholfen, gegen Ex-WWE-Stars wie Tatanka zu bestehen. Es ist harte Arbeit. Aber es macht verdammt nochmal Spaß. Ich habe gemerkt, dass man eigentlich auf der ganzen Welt mithalten kann, war auch schon bei der WWE. Do you have what it takes? Den Mann kann man sich buchen. Es ist Zeit für Tag Team Action und hier ist Tyler Slade, der Hunter for Hire, wie er sich immer selber nennt. Also der Jäger, den man mieten kann. Ja, sehr beliebt auf Kindergeburtstagen. Zaubershows, wolltest du noch weitermachen? Natürlich. Natürlich. Hast du noch nie seine Zaubertricks gesehen? Nein. Was macht er denn für Zaubertricks? Machen, dass die Luft stinkt. Egal. Bist so ein blöder Idiot. Sein Tag-Team-Partner stammt aus Russland, ist 1,81 Meter groß und wiegt 100 Kilogramm her, ist Juri Gromov. Ja, der russische Propagandafilmer Juri Gromov, der kann auch einen Zaubertrick, der kann nämlich auf einmal seinen eigenen Tag-Team-Partner attackieren. Das kann er sogar sehr gut, aber nicht nur das. Der Mann, der aus der Gegend kommt, wo es nicht nur im Winter kalt ist, der, ja, du hast es gesagt, russische Propagandafilmer, der Mann, der gesagt hat, er möchte neue Projekte starten. Wir sind mal gespannt, ob heute sein erstes beginnt. Welches könnte das denn sein? Das ist eine gute Frage, Tobias.
möchte ich jetzt auch keine Antwort haben. Und Ihre Gegner. Zunächst aus Kanada. Er ist 1,83 Meter groß und wiegt 125 Kilogramm hier. Ist Jack Wilder. Und wenn man auf die Jagd geht, Tobias, wie ein Tyler Slade es macht, dann kann dir im Wald auch ein Jack Wilder begegnen, der kanadische Holzfäller. Ja, der Mann, der sich immer aufführt wie die Axt im Walde, aber er findet seine Fans hier langsam im NEW Hotspot, wird eigentlich bei jedem Auftritt beliebter. Man hört bei jedem Auftritt mehr Jubel, mehr Applaus für Jack Wilder, den Mann mit der Axt. Und verantwortungsbewusst, wie er ist, natürlich immer mit den Schutzkappen auf den Axtklingen. Ja, ein internationales Match, das wir hier heute Abend haben. Ein internationales Tag-Team-Match. Wir haben Deutschland, wir haben Russland, wir haben Kanada und wir haben die Vereinigten Staaten von Amerika, verkörpert durch Dante Kennedy. Ja, Tyler Slade, der Jäger im Wald. Wir haben Juri Gromov, der Propagandafilme im Wald dreht. Wir haben den kanadischen Holzfäller im Wald und wir haben den Mann, den du nachts im Wald nicht findest, Dante Kennedy. Verweigere jetzt jede Antwort auf diesen Kommentar. Das könnte zu Schwierigkeiten geben. Beschwerden bitte an Andreas Wilson. Ich habe nur gesagt, sei gut im Verstecken. Ja, natürlich. Ja? Und das mit so einem hellen T-Shirt? Kann ich mir nicht vorstellen. Maus gerutscht. Weißt du doch. War übrigens ein Mitarbeiter, der den Gag geschrieben hat. Mhm. Klasse. Wer denn? Arbeitet auch mit Noah Becker zusammen. Ja, das Jahr fängt an, wie es aufgehört hat, Tobias. Ja, du weißt ja, der größte anzunehmende Unfall, der GAU, ne? Sitzt neben mir. Lass uns auf das Match konzentrieren. Na, wir fangen an mit dem Jäger gegen den Holzfäller. Aber man muss ja sagen, Jack Wilder, du hast es angesprochen, bei den Fans immer beliebter, ein Mann, der auch, ich unterhalte mich immer privat mit den Wrestlern, viele, viele Hobbys hat, Tobias. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Er spaltet gerne, er zerteilt gerne. Also der Mann ist vielseitig. Das heißt, er ist auch Profi in der Division? Genau, er ist der kleinste gemeinsame Teiler. Ja, sehr schön. Gut, wir haben gerade geguckt, die Sympathien sind klar verteilt. Jack Wilder mögen alle, Tyler Slade mag keiner. Zeit also, dieses Tag-Team-Match zu starten. Und wir starten mit einem klassischen Lock-up zwischen Jack Wilder und Tyler Slade. Und ja, man soll es nicht glauben, Jack Wilder, den ich eigentlich für den kräftigeren der beiden gehalten habe, hat hier Schwierigkeiten. Der Konter von Wilder, der Body Splash in die Ringecke. Jetzt schickt der Tyler Slade in die gegenüberliegende Ecke nochmal die gleiche Aktion hinterher. Jack Wilder macht hier richtig Alarm und schau dir das an, ein Monkey Flip von Jack Wilder, das habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, unorthodox. Jack Wilder will sofort mit dem Power Slam, mit dem Body Slam nachsetzen, aber da kann sich Tyler Slade nochmal befreien, springt aber hier ins Leere. Side Suplex von Jack Wilder, könnte doch mal gleich einen Cover nachsetzen, aber da sagt er schon, nee, so schnell machen wir das nicht. Und der Hunter vor Haier direkt mal mit Problemen. Jetzt der Body Slam von Jack Wilder, geht in die Seile. Running Elbow Drop geht aber ins Leere. Tyler Slade kann sich da retten und taggt mit seinem Partner, mit Juri Gromov. Und jetzt heißt es Kanada gegen Russland. Ja, ist die Eishockey-WM schon? Nee, ich glaube, die kommt noch oder war schon. Keine Ahnung, ich interessiere mich für andere Sportarten. Und schau dir an, wie Jack Wilder hier mit Juri Gromov umspringt. Jetzt der Tag mit Dante Kennedy. Das ist jetzt natürlich eine ganz andere Gewichtsklasse, aber das heißt nicht, dass das weniger gefährlich ist. Ja, jetzt wird's klassisch, Tobias. Der Kalte Krieg bricht wieder aus. Ach, ja, und wieder die Geschichtsstunde mit Sir Andreas hier Dingens. Willst du? Juri Gromov duckt sich da weg.
oder Dante Kennedy springt drüber, je nachdem, wie man das sehen möchte. Was ist denn jetzt los? Standing Dropkick von Dante Kennedy gegen Yuri Gromov, der da jetzt erstmal ein paar Kilometer extra gelaufen ist. Und der Griff in die Augen, und das ist verboten, da könnte Referee eigentlich schon die Disqualifikation aussprechen. Wofür denn? Für den Griff in die Augen. Weil er ihm eine Kontaktlinse wieder eingesetzt hat. Ich verstehe dich manchmal nicht, Tobias. Ich verstehe dich auch nicht, obwohl du Deutsch sprichst, sagst du zumindest. Dante Kennedy kontert diese Aktion von Yuri Gromov, kann durchrollen. Und jetzt der Knee Strike gegen Yuri Gromov. Da muss er aufpassen, dass er sich nicht wieder am Kopf verletzt. Hat ihm nicht viel geschadet, dem Yuri Gromov, habe ich gehört. Ist das so? Ja. Da will Yuri Gromov die ganze Aktion blocken mit beiden Füßen. Und da gibt es den Kick gegen Yuri Gromov. Der fällt vom Seil nach hinten in den Ring. Schöne Aktion, schöner Konter von Dante Kennedy, wird hier aber vom Top Rope gestoßen von Tyler Slade. German Suplex von Yuri Gromov hinterher. Und Fans, wenn ihr eben mit internationalen Leuten trainieren wollt, dann kommt in die Pro Wrestling School von Alex Wright, www.prowrestlingschool.de. Ihr seht, international ist alles vertreten dort. Fast wie beim ESC. Stimmt, der ist auch international mittlerweile. Ja, ja. Australien und so, ne? Woher kommst du, Australien? Muha. Yuri Gromov mit dem Suplex gegen Dante Kennedy, der jetzt sichtlich Schwierigkeiten hat in diesem Match. Und da landet das volle Körpergewicht von Yuri Gromov auf dem kleinen, zierlichen Dante aus Amerika. Ich weiß nicht warum, aber wenn ich Yuri Gromov mit Dante Kennedy im Ring sehe... Schöner Kick! ...muss ich immer dran denken, dass in Hessen... Ein Russe, ein Mischgetränk ist aus Cola und Bier. Kann ich nicht mitreden, trinke keinen Alkohol. Aber wir haben den Tag auf beiden Seiten erlebt. Jack Wilder ist wieder im Ring gegen Tyler Slade. Humorloser Kick gegen den Kopf, aber da kommt Tyler Slade nochmal raus. Ich weiß gar nicht, ob der Kick humorlos war. Ich glaube, Jack Wilder fand ihn sehr amüsant. Was ist denn los mit dir heute? Wieso? Du. Vielleicht brauchst du auch mal so einen Vorarm vom Kanadier, wie ihn hier Tyler Slade gerade kassiert. Und mit dem vollen Körpergewicht knallt Jack Wilder hier gegen Tyler Slade in der Ringecke. Das Publikum ganz klar auf der Seite von Jack Wilder, der kommt hier angesprungen. Aber Tyler Slade wollte das kontern, das sieht Jack Wilder aber im letzten Moment noch. Und hier der Double Chokeslam ins Cover. Yuri Gromov kommt zur Rettung seines Partners. Und das ist jetzt das, was du immer sagst, unfair. Nee, das ist nicht unfair. Ach nein? Nee, die haben bis 5 Zeit. Und wenn Dante Kennedy meint, den Ringrichter ablenken zu müssen. Du legst es ja auch so zurecht, wie du es gerade noch raus, ne? Nee. Ansatz zum Double Suplex. Ich glaube, wir sind schon lang bei 5 übrigens. Aber Jack Wilder versucht da zu kontern, schwächt den Stand der beiden und zeigt den Suplex gegen Yuri Gromov und Tyler Slade. Und wieder beweist Jack Wilder seine unglaubliche Kraft, die er besitzt. Der Tag jetzt mit Dante Kennedy. Yuri Gromov sieht reichlich benommen aus. Shoulder Tackle von Jack Wilder. Dante Kennedy kommt geflogen mit einem Springboard Elbow Drop. Habe ich ja so auch noch nicht gesehen. Kam aber nur bis 2. Und jetzt dieser verbotene Tritt von Yuri Gromov, auch wenn ich das Gefühl habe, ich höre gleich was anderes. Ich habe nichts gesehen, mein Monitor ist ausgefallen. Ah, ja, natürlich. Wir gucken auf denselben. Du vielleicht, ich gucke auf den da drüben. Ah, ja. Der Wechsel jetzt mit Tyler Slade, Yuri Gromov wieder außerhalb des Rings auf dem Apron. Und Dante Kennedy hat hier Schwierigkeiten. Es ist immer wieder dieser Gewichtsunterschied. Dante Kennedy, der ist ja doch vergleichsweise ja, leicht gebaut, möchte ich sagen. Du möchtest sagen, leicht wie eine Feder. Ja, könnte man so formulieren. Ich möchte sagen, man möchte ihm ein Stückchen Brot zuwerfen. Ganz so schlimm würde ich es jetzt nicht definieren. Er kauft doch in der Kinderabteilung ein.
Bist du fertig? Wenn man ihn sieht, irgendwo in der Wüste, würde man sagen, eine lange Dürre kommt. Guck mal, eine unfaire Aktion. Tyler Slade mit dem Würgegriff wurde da natürlich völlig zu Recht angezählt von Referee. Der Tag jetzt wieder mit Yuri Gromov. Es sieht so aus, als ob Tyler Slade und Yuri Gromov hier langsam ja, ihren Team-Spirit finden. Suplex von Yuri Gromov, sofort das Cover hinterher. Nochmal der Versuch, aber Dante Kennedy kommt da raus und der Amerikaner sieht mitgenommen aus. Weißt du eigentlich jetzt, was Dante Kennedy am Karneval gilt? Sachsen. Strich in der Landschaft. Mhm, danke. Hast du irgendwas qualitativ Hochwertiges zu dieser Übertragung beizutragen? Ich finde es immer qualitativ hochwertig. Aha. Wusstest du, dass ich zum Kommentator des Jahres gewählt worden bin? Wann war das denn? 1997? Zum dritten Mal in Folge übrigens. Slingshot gegen Dante Kennedy, der knallt da mit dem Hals gegen das unterste Seil. Yuri Gromov setzt nach mit dem Vorarm, schickt ihn jetzt in die Ringecke. Konter von Dante Kennedy und jetzt die Chance für den Amerikaner wieder zurückzukommen. Wird aber von Yuri Gromov abgewehrt. Jetzt gibt es den Vorarm und der Kick gegen den Kopf von Yuri Gromov. Der ist einigermaßen benommen. Dante Kennedy auf dem Top Rope, wird aber runtergepflückt. Jack Wilder sieht da hinten einigermaßen verzweifelt aus. Was wird das jetzt? Ansatz zum Samoan Drop vom zweiten Seil gegen Dante Kennedy. Meine Güte, da ist doch eine Rippe durch jetzt. Cover von Yuri Gromov in purer Verzweiflung. Aber Dante Kennedy kommt raus und guckt ins Gesicht des Russen. Pure Verzweiflung. Der kann es nicht fassen, dass Referee schon wieder viel zu langsam gezählt hat. Ich fand das Zähltempo absolut in Ordnung. Das ist nicht nach europäischer Norm, Tobias. Mhm. Dante Kennedy jetzt mit einer interessanten Aktion. Hatte da Mühe, Yuri Gromov hochzuwuchten. Da ist natürlich wieder dieser Gewichtsunterschied ein Problem. Und jetzt beide versuchen sie hier ihren Partner zu erreichen, mit ihrem Partner abzuklatschen. Tyler Slade lehnt sich da schon sehr weit in den Ring. Jack Wilder versucht auch seinen Arm auszustrecken, soweit es geht. Jetzt der Tag auf beiden Seiten. Jack Wilder gegen Tyler Slade und Jack Wilder, ja, wir haben es vorhin schon gesagt, er benimmt sich jetzt wie die Axt im Walde, legt hier richtig los. Der hat drauf gewartet auf diesen Wechsel. Und das war der Tag, hast du das gesehen? Das war Ringübersicht, die Yuri Gromov da bewiesen hat. Das war der Blind Tag mit Tyler Slade und das hat Jack Wilder nicht bemerkt, aber da kommt er ganz schnell wieder in die Spur, sage ich mal. Hat das ganz schnell realisiert, dass jetzt Yuri Gromov hier sein Prügelknabe ist. Und Jack Wilder mit einem Running Dropkick in die Ecke, das habe ich ja auch noch nie gesehen vom Kanadier. Das ist einfach unglaublich, man muss es anerkennen, was dieser Kanadier zeigt. Und wieder rollt er hier durch. Das haben wir schon mal von ihm gesehen. Der Tag jetzt mit Dante Kennedy. Und was kommt jetzt? Dante Kennedy auf den Schultern von Jack Wilder mit dem Big Splash. Das Cover. Und das Match ist gelaufen. Für Jack Wilder anscheinend noch nicht. Ja, der hat noch eine Rechnung offen. Guck dir das an, Tyler Slade und Jack Wilder, die sind noch nicht fertig miteinander. Und jetzt greift auch Yuri Gromov hier nochmal seinen Gegner an, attackiert hier nochmal Dante Kennedy. Während Jack Wilder und Tyler Slade sich außerhalb des Rings prügeln, geht es im Ring weiter. Big Boot von Yuri Gromov gegen Dante Kennedy, der liegt regungslos am Boden und draußen wird weiter geprügelt. Guck dir das an, da kann keiner eingreifen. Ja, da ist das komplette Chaos ausgebrochen. Die Minutes to Midnight von Yuri Gromov gegen Dante Kennedy und Tyler Slade und Jack Wilder prügeln sich hier in den Backstage-Bereich. Ja, der Name Internet Wars ist Programm, Tobias. Absolut.
Liebe Fans auf Rocket Beans TV, Ryder hieß früher Twix und noch viele andere Dinge könnt ihr jetzt in der Werbung lernen.